Rund 13.000 Kilometer Autobahn gibt es in Deutschland. Güter transportieren, zur Arbeit pendeln, in den Urlaub fahren. Deutsche und ihre Autobahn, das ist eine ganz besondere Beziehung. Menschen, die direkt neben ihr leben müssen, leiden oft unter Abgasen, Dreck und Lärm. Wir haben ein Grundstück ja nicht gekauft, um uns im Haus zu verkriechen, sondern wir wollen das natürlich auch außen nutzen. Wer die Autobahn braucht, um schnell voranzukommen, hat auch oft Grund zum Ärgern. Denn der Traum von Freiheit und Mobilität endet häufig so. Achtung, A1, 14 Kilometer stockender Verkehr. Klasse. Ihren Ärger lassen gestresste Autofahrer immer wieder an den Männern in Orange aus. Straßenwärter müssen neben ihrer gefährlichen Arbeit noch einiges mehr aushalten. Von Beschimpfungen über Stinkefinger, über rohe Eier ist schon sehr oft schon sehr massiv. Reisen, Rasen, Rasten. Alltag auf deutschen Autobahnen. Breite Reifen und viel PS. In Köln parken gleich zwei schnelle Autos vor der Haustür von Alexander Gruhler. Der Marketing-Experte liebt das Autofahren. Wenn er Zeit und Lust hat, setzt er sich hinter das Steuer, schmeißt den Motor an und macht eine Spritztour. Wenn man da mit offenen Fenstern auch fährt und mal die Gänge knallen lassen kann, wenn es wie gesagt die Gesamtumstände zulassen, dann verschafft das Emotionen und Freude. Tolles Gefühl. Super Gefühl, ja. Sein Ziel heute ist die Autobahn 555. Die Verbindung zwischen Köln und Bonn ist seine Hausstrecke. Dreispurig ausgebaut, keine Baustellen, für den 45-Jährigen ideal, um seine schnellen Autos auch schnell zu fahren. Freie Fahrt, freies Fahren, schnelles Fahren ist ein Stück Lebensgefühl, was mir sehr viel bedeutet. In unserer überreglementierten Welt ist das das letzte Stück oder eines der wenigen Stücke Freiheit, die man als Deutscher hat. Und diese Freiheit nutzt er gerne. Der Tempoliebhaber hat eine Rennlizenz und etliche Sicherheitstrainings absolviert. Sein Auto habe er immer unter Kontrolle, sagt er. Wir fahren jetzt 250, ja, 260 km/h etwa. Und jetzt bremse ich auch schon ab, weil wir jetzt wieder in einen geschwindigkeitsreglementierten Bereich kommen. Geschwindigkeitsbegrenzungen mag Alexander Gruhler überhaupt nicht. Vor allem, wenn sie wie hier aus seiner Sicht keinen Sinn machen. Das ist Landstraßentempo auf einer Autobahn, die sehr gut einsehbar ist, die ausgebaut ist, die in einem baulich guten Zustand ist. Das ist totaler Schwachsinn. Also Sie würden hier gerne schneller fahren? Definitiv. Da es möglich ist, rein technisch würde ich mir das wünschen, ja. Deutschland ist die einzige Industrienation ohne generelles Tempolimit. Doch Tempo 130 wird häufig politisch diskutiert. Wir fragen Autofahrer. Was halten Sie von einem generellen Tempolimit auf deutschen Autobahnen von 130? Finde ich falsch. Warum? Weil ich gerne schnell fahre. Es hat mit Sicherheit Vorteile, es hat aber auch Nachteile. Inwiefern? Vermutlich kommt jeder schneller ans Ziel. Weniger Staus, weniger Unfälle, weniger Spaß. Ja, nicht gut. Warum? Ja, weil ich gerne einfach was schneller und zügiger fahre. 130 ist auch in anderen Staaten so, ne? Also ich hätte nichts dagegen, ne? Finde ich eine gute Idee, auf jeden Fall. Würde, glaube ich, die Unfallquote auf jeden Fall deutlich reduzieren, deswegen wäre ich dafür. Die A1 in Hamburg. In einem zivilen Videofahrzeug der Polizei sind die Kommissare Lietzau und Langer unterwegs. Sie suchen Autofahrer, die zu schnell fahren. Fakt ist, auf deutschen Autobahnen gilt kein generelles Tempolimit, aber auf rund 60% der Strecken herrschen Geschwindigkeitsbegrenzungen und genau damit haben viele Fahrer ein Problem. Es ist in vielen Köpfen und auch in vielen Gesprächen so davon die Rede, man darf doch 10% schneller. Und also es ist schon für viele wirklich so ein Kavaliersdelikt, 10, 20, 30 km/h, ja nun seien Sie mal nicht so. Ein Pkw zieht vorbei. Kommissar Lietzau startet die Videoaufzeichnung, dokumentiert den Tempoverstoß. 80 km/h zulässig, 132. Dann eine langgezogene Kurve. Hier wird es schon fast gefährlich. Ja, jetzt haben wir schon Schwierigkeiten, bei dieser Geschwindigkeit die Kurve zu halten. Die Kommissare haben genug gesehen. Sie setzen sich vor das Fahrzeug und lotsen den Fahrer zur Kontrolle. Ich werfe Ihnen eine Geschwindigkeitsübertretung im Kreuz Hamburg-Ost vor.
Kommissar Lietzau prüft die Personalien des Fahrers. Der Mann am Steuer geht immer noch davon aus, während der Fahrt alles richtig gemacht zu haben. Nicht einsichtig. Aber wie gesagt, er hätte auch die Verkehrszeichen nicht gesehen und die anderen sind ja auch alle so schnell gefahren. Mit 130 km/h war der Fahrer unterwegs. Erlaubt war Tempo 80, weil eine höhere Geschwindigkeit hier gefährlich sein kann. Ein, zwei Situationen waren ja mal dabei, wo er einfach in der Kurve den Fahrstreifen verlassen hat. Und er sagt, das ist ihm gar nicht aufgefallen. 160 Euro Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot sind jetzt die Folgen. Der Fahrer bekommt Post von der Bußgeldstelle. Die Kommissare sind zurück auf der A1, als sie wieder von einem Pkw überholt werden. Der Fahrer scheint es eilig zu haben. Er fährt dicht auf und drängelt. Hier im Autobahnkreuz gilt Tempo 80. Kommissar Lietzau startet die Videoaufzeichnung. Kurz darauf gilt Tempo 100, doch auch hier fährt der Fahrer mit 135 zu schnell. Die Beamten setzen sich vor den Wagen, lotsen den Fahrer zur Kontrolle aus dem Verkehr. Schönen guten Tag. Die Polizei Hamburg hält Sie einmal an. Ich würde von Ihnen gerne einmal den Führerschein sehen, den Fahrzeugschein und wenn Sie dabei haben, auch gerne den Personalausweis. Der Fahrer ist mit seiner Familie unterwegs, wollte schnell nach Hause. Stellenweise hat er das Tempolimit um mehr als 50 km/h überschritten. Dass er sich und andere gefährdet, hat er nicht bedacht. Ruckzuck ist die Familie ausgelöscht. Ne? Haben wir nicht das erste Mal oder das letzte Mal. Ne? Gibt es immer wieder solche Fälle, Stauende. Und wenn jemand dann erheblich zu schnell ist, dann kann das die Meter sein, die nachher mal fehlen irgendwann. Wie hoch die Strafe ausfällt, wird die Auswertung des Videomaterials im Präsidium zeigen. Er muss mit 1 Monat Fahrverbot und bis zu 200 Euro Bußgeld rechnen. Beamte wie Langer und Lietzau sind täglich im Einsatz. Denn Geschwindigkeitsbegrenzungen empfinden viele Autofahrer anscheinend als Zumutung. Berlin, Sitz der politischen Vertretung von Greenpeace. Die Umweltschützer fordern schon lange ein generelles Tempolimit auf Autobahnen. Ein generelles Tempolimit führt zu einer Verstetigung des Verkehrs, einem ruhigeren Verkehr auf den Autobahnen, weniger Stress für die einzelnen Autofahrer und es senkt vor allem das Unfallrisiko. Bundesweite Statistiken zeigen, Tempolimits erhöhen die Verkehrssicherheit erheblich. Wir sehen, dass auf Strecken, die ein Tempolimit haben, deutlich weniger schwere Unfälle passieren, deutlich weniger Schwerverletzte und Tote zu verzeichnen sind. Rund ein Viertel, das ist eine gewaltige Zahl. Das heißt, ein Tempolimit schützt auch Leben. Dazu würden Autofahrer Benzin sparen. Das hilft dem Portemonnaie und der Umwelt. Greenpeace fordert deshalb von der Politik ein generelles Tempolimit von 120 Stundenkilometern. Da heißt es wirklich dann, den Mut auch aufbringen gegen anachronistische Vorstellungen, gegen völlig falsch verstandene Freiheitsideologien von Rasern. Damit sind Menschen wie Alexander Gruhler gemeint, der gerne 260 km/h fährt. Diese Freiheit will er verteidigen, gegen Umweltschützer und Politiker. Deshalb hat er die Initiative Stopp Tempo 130 gegründet. Ein Tempolimit wird immer wieder diskutiert. Grüne und Linke fordern maximal 120 km/h. Sollte das spruchreif werden, will Alexander Gruhler mit 50.000 Unterstützern seiner Initiative dagegen kämpfen. Und sobald es auf der politischen Agenda ist, dann würden wir als erstes mit unserer Initiative Stopp Tempo 130 vor dem Bundestag uns stellen, würden entsprechende Plakate drucken, würden die zu Demonstrationen aufrufen und mit entsprechenden Autokorsos natürlich gegen diese Forderung auftreten. Für Alexander Gruhler zählt nach wie vor freie Fahrt für freie Bürger. Ein Slogan aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. 620 Autobahnkilometer von Köln entfernt liegt der Flugplatz Strausberg bei Berlin. Wie fast jeden Morgen macht Erhard Anders seine Cessna startklar. Auch in seinem Leben spielt die Autobahn eine besondere Rolle. Seit 22 Jahren ist er als Verkehrsflieger im Einsatz, berichtet für das Radio live über die Staus am Boden. Alle halbe Stunde gehen wir auf Sender. Nach den Nachrichten, Wetter und Verkehr, ist dann der Bericht. Und da kommt immer die Originaleinblendung von dem Verkehr, den ich gerade dort unterwegs sehe. Früher hat Anders als Agrarflieger Düngemittel und Pestizide verteilt. Heute ist er fast jeden Werktag zwischen 7 und 10 Uhr morgens in der Luft. Sein Einsatzgebiet umfasst Berlin und Brandenburg. Aus rund 300 Metern Höhe beobachtet er den Verkehr.
Über Funk geht er live auf Sendung. Wie aktuell der Verkehr läuft, sagt uns Verkehrsflieger Erhard Anders. Also aktuell läuft er so gut wie gar nicht, sag ich mal. Es geht wieder los in Höhe Glindow auf dem westlichen Berliner Ring und zieht sich dann über Dreieck-Potsdam bis Hinterferch. Und dann geht es in Stocknetzverkehr über Richtung Dreieck-Nuttetal. Das sind insgesamt ja wohl doch 9 Kilometer und 40 Minuten können Sie unter Umständen einplanen. Dankeschön, Erhard. Autobahnen, auf denen der Verkehr fließen soll, verwandeln sich immer häufiger in Parkplätze. Das erleben Millionen Pendler jeden Tag. Hofeld in der Eifel. Nicht weit vom Nürburgring lebt hier Wolfgang Schwab in einem historischen Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert. Als er mit seiner Frau 2005 ein Haus im Grünen suchte, war ein entscheidendes Kriterium die Fahrzeit bis zu seinem Arbeitsplatz in der Stadt. Da gab es eine klare Grenze. Wir haben damals eine Stunde um Köln rum gesucht, nach einem Wochenendhaus und sind dann hier in der wunderschönen Eifel fündig geworden. Aus dem Wochenendhaus wurde ihr Hauptwohnsitz. Der Sozialpädagoge pendelt seitdem rund 100 Kilometer zu seinem Arbeitsplatz nach Dormagen bei Köln. Inzwischen dauert die Fahrt jedoch oft deutlich länger als eine Stunde. Die Ursache sind Staus. Um 7 Uhr macht sich Wolfgang Schwab auf den Weg. Wie er pendeln in Deutschland rund 60% aller Arbeitnehmer zu ihrem Arbeitsplatz. Heute scheint bei Wolfgang Schwab alles glatt zu laufen. Doch dann meldet der Verkehrsfunk. 110 Kilometer Stau aktuell, alles ab 5 Kilometer mit Wartezeiten für Sie. A1 Euskirchen Köln zwischen Kreuz Köln West und Kreuz Köln Nord, 10 Kilometer stocken, etwa 20 Minuten. Klasse, ne? Die A42. 110 Kilometer Stau alleine in Nordrhein-Westfalen. Für Pendler trauriger Alltag. Das war jetzt die Ansage, 10 Kilometer auf der Strecke, die ich fahre. Die ist aber jetzt, 10 Kilometer ist jetzt noch nicht so viel. Am Montag war die Ansage zwischen Dreieck Erftal und Köln-Niel 20 Kilometer. Wir installieren für eine Woche eine Kamera in seinem Auto. Was Wolfgang Schwab auf seinen Fahrten zur Arbeit in Sachen Stau erlebt, dokumentiert er für uns in einem Videotagebuch. Die Aufnahmen zeigen das tägliche Leiden eines Pendlers. Achtung, A1, 14 Kilometer stockender Verkehr. Klasse. A61, Unfall, 8 Kilometer Stau. Ja, das passt ja gut jetzt gerade. Also da ist ein Unfall auf der A161. So, mittlerweile ist der Stau jetzt auf 10 Kilometer angewachsen. Und ich versuche jetzt hier in Hürth von der Autobahn runterzukommen, was auch nicht ganz einfach ist, weil das natürlich jetzt jeder versucht. Wir sehen. Was für viele Pendler frustrierender Alltag ist, wird in Dresden wissenschaftlich erforscht. Dr. Martin Treiber untersucht Ökonometrie und Verkehrswesen an der Technischen Universität Dresden. Neben hohem Verkehrsaufkommen und kritischen Engstellen wie Baustellen oder Auffahrten hat er noch einen anderen Übeltäter als Stauauslöser ermittelt. Die Störung eines einzelnen Autofahrers durch unbedachtes Fahrmanöver, unbedachtes Spurwechseln und so, die kommt dann zum Tragen. Und die ist dann der finale Auslöser. Einer der größten Stauauslöser ist der Autofahrer selbst. Schon der Fehler eines Fahrers reicht, um einen Stau zu verursachen. Das zeigt Dr. Treiber in einer Simulation, die realen Verkehrsbedingungen nachempfunden ist. Bremst ein Pkw wie hier stark ab und wechselt die Spur, kann das eine Kettenreaktion auslösen. Erst einmal ist kein richtiger Stau da. Es fließt noch alles. Der Autofahrer, der Übeltäter, ist schon über alle Berge. Jetzt sieht man aber den Teufelskreis. Jetzt halten Autofahrer an. Das hat wohlgemerkt nur der einzelne Autofahrer gemacht, der die Störung verursacht hat. Die Simulation zeigt, einzelne Fahrer können Bremswellen auslösen, die bis zum Stillstand führen. Auch rund um Dresden kommt es im Berufsverkehr immer wieder zu Staus. Um nicht selbst zur Ursache zu werden, hat Dr. Treiber ein paar Tipps. Gleichmäßiges Tempo fahren, häufige Spurwechsel vermeiden, dann fließt der Verkehr besser. Das zeigen Erfahrungen aus anderen Ländern wie den USA, wo jeder in seiner Spur bleibt. Außerdem rät Treiber. Na, erst einmal so weit wie möglich das geht, eben antizyklisch fahren, zu flexibilisieren. Heißt konkret, wenn möglich, Hauptverkehrszeiten meiden und nicht fahren, wenn die Straßen schon voll sind. Steckt man im Stau, nicht drängeln, aber am Ende Gas geben. Wenn der Stau denn vorbei ist, am Staukopf zügig in den freien Verkehr hinein zu beschleunigen. So kann jeder helfen, Staus schneller aufzulösen. Was der Wissenschaftler erforscht, sieht Verkehrsflieger anders aus der Luft.
Alle 30 Minuten berichtet er im Radio über die Verkehrssituation in Brandenburg. Auch er sieht häufig, wie Fahrer Staus auslösen. Ja, das sind zum Beispiel rasante Fahrer, die dann die Spuren wechseln und dann kann man förmlich drauf warten, wenn die da so riskant fahren und jemand plötzlich bremsen muss und diese Verzögerungszeiten, die dann dazwischen liegen. Und dann kommt es oft dann zu Auffahrunfällen und dann geht's richtig los, ja. Der Verkehrsbeobachter bestätigt, die Stauverursacher sitzen oft selber am Lenkrad. Falsches Fahrverhalten ist eine der Hauptursachen, wenn wieder nichts geht auf der Straße. Kurz nach 10, zurück am Flugplatz. Der Berufsverkehr ist vorbei und Anders setzt zur Landung an. Morgen wird er wieder starten und über aktuelle Staus berichten. Rund 650 Kilometer weiter westlich führt die A3 an der Autobahnmeisterei St. Augustin vorbei. Alleine in Nordrhein-Westfalen müssen rund 2200 Autobahnkilometer gereinigt und gewartet werden. Kein Job für Langschläfer. Früh am Morgen sind die Männer der Autobahnmeisterei bereits im Einsatz. Rudolf Oberhäuser und sein Team sorgen auf den Autobahnen rund um Bonn für Ordnung. Heute steht die Reinigung der Wasserabläufe auf der A59 auf ihrem Dienstplan. Diese Gulliroste werden geöffnet, da sind so Schmutzfänger drin. Die werden ausgekippt auf die Fahrbahn, die Kehrmaschine fährt drüber, kehrt den Rand und nimmt eben halt den Schmutz aus den Schmutzfängern mit. An den Fahrzeugen der Straßenwacht sind große Warntafeln und Signalleuchten montiert, um Autofahrer vor den Arbeiten im laufenden Verkehr zu warnen. Zwei Straßenwärter öffnen die Gullis und holen jede Menge Schmutz aus den Auffangkörben. Regenwasser spült den Dreck von der Fahrbahn in die Gullis. Doch hier kann er nicht bleiben. Würden die Körbe nicht gereinigt, wären die Abläufe schnell verstopft. Auf der Autobahn könnte Aquaplaning entstehen. Unfälle wären die Folge. Die Männer machen mit ihrer Arbeit Autobahnen sicherer. Doch selber sind sie dabei oft in Gefahr. Am meisten Angst und die meisten Sorgen machen uns natürlich abgelenkte Verkehrsteilnehmer. Gerade wenn wir so eine Baustelle aufgebaut haben, die Vorankündigungen für die Baustelle übersehen, aufgrund dessen, weil sie abgelenkt sind. Lkw-Fahrer häufig durch Tablets und PKWs eben halt durch Smartphones, wie auch immer. Die Straßenwärter versuchen, Hauptverkehrszeiten zu meiden, um den Verkehr möglichst wenig zu behindern. Trotzdem sorgen sie manchmal für Staus. Gestresste Autofahrer sehen dann bei den Männern in Orange einfach rot. Das ist oft sehr unterschiedlich. Von Beschimpfungen über Stinkefinger, über rohe Eier, ist schon sehr oft schon sehr massiv. Zurück auf dem Gelände der Autobahnmeisterei. Nach einer kurzen Pause wird sogenanntes Fundgut entladen. Wo haben Sie das denn her? Fundgut von der 59. Haben wir gerade aufgesammelt und jetzt kommt das zum Haufen erstmal hinten rüber. Rund 100 Tonnen Schrott und Müll sammeln alleine die Männer der Autobahnmeisterei St. Augustin jedes Jahr ein. Vieles davon wurde mutwillig entsorgt und das kann gefährlich werden. Gerade auf der Autobahn, bei hohen Geschwindigkeiten, wenn man sich da vorstellt, irgendein Hindernis, zumal ein Metallteil auf der Fahrbahn liegt und PKWs fahren drüber, Sachen werden hochgeschleudert, anderen in die Windschutzscheibe rein, wie auch immer. Also da ist eigentlich ein Unfall, auch zum Teil schwere Unfälle, vorprogrammiert. Bernd Kohnen ist seit 25 Jahren im Dienst. Dabei hat er auch immer wieder erlebt, wie gefährlich der Job sein kann. Ein Video, aufgenommen auf der A6, zeigt, was passieren kann. Ein PKW rammt fast ungebremst ein Fahrzeug der Straßenwärter, als die eine Unfallstelle sichern. Ist leider normal. Leider normal? Ja. 2002 hatte ich auch so ein Erlebnis. Da ist ein Kollege von mir ums Leben gekommen. Ja. Wir waren damit beschäftigt, auf der Standspur Fugen zu vergießen. Und dann ist von hinten ein LKW gekommen, ist uns auf den Sicherungsanhänger und ist dann in die Baustelle gerutscht. Der Kollege ist dabei leider ums Leben gekommen. Wieder auf der Autobahn richtet Rudolf Oberhäuser eine sogenannte Wanderbaustelle ein. Außerhalb des Berufsverkehrs sollen heute auch hier Reinigungsarbeiten ausgeführt werden. Wie nah Oberhäuser beim Absperren dem fließenden Verkehr kommt, ist erschreckend. So wie jemand jetzt erkennen kann, allein schon von dem Windzug her, wie nah wir an der Gefahr arbeiten müssen. Jetzt sind 30, 50 Zentimeter bis in die Fahrbahn rein und ein kleiner Schlenker vom Lkw-Fahrer und wir wären nicht mehr hier. Vorwarntafeln sollen die Autofahrer auf die Straßenwärter aufmerksam machen. Die Signalschilder sind auf einem Anhänger montiert.
Im Fahrzeug davor sitzt Bernd Kohnen und sichert seine Kollegen so als Prellbock nach hinten ab. Welcher Gefahr er dabei selbst ausgesetzt ist, weiß er genau. Ich sag mal, man muss einen gewissen Panzer sich anlegen, um damit klarzukommen. Aber im Laufe der Zeit passt das schon. Auf dem Putzplan stehen heute hier die Straßenschilder. Staub und Abgase lassen sie blind werden. Die Folien sind alle reflektierend, das heißt vor allen Dingen in der Nacht müssen die zu sehen sein. Und durch den Staub ist diese Reflexion weg und die Schilder werden fast unsichtbar. Rund 4 Kilometer Autobahn hat das Team inspiziert und mit Spezialfahrzeugen gereinigt, ohne Staus oder andere Probleme. Jeden Tag sind sie im Einsatz oder in Bereitschaft, damit der Verkehr fließt. Etwas mehr Verständnis für die Männer in Orange wäre schön, findet Rudolf Oberhäuser. Wünschen würden wir uns weiterhin umsichtige Verkehrsteilnehmer, die auch Rücksicht auf uns nehmen, die Verständnis für unseren Job haben, Verständnis für unsere Bedenken, Ängste haben. Langsam wandert die Baustelle dem Feierabend entgegen. Morgen geht es weiter. Der gleiche Einsatz auf der Gegenspur. Deutlich schneller sind wir an der A10 nördlich von Berlin. Hier teilt die Autobahn die kleine Gemeinde Birkenwerder in 2 Teile. Für die rund 8000 Einwohner bedeutet das vor allem Dreck und Lärm, denn die Autobahn ist in Birkenwerder nie weit weg. Ein großes Problem auch für Peter Kleffmann. Wir sind eigentlich mitten in Birkenwerder. Hier hinter ist Wohngebiet, da ist Wohngebiet und da ist es sogar noch etwas dichter. Um die Anwohner vor dem Verkehrslärm zu schützen, gibt es ein Tempolimit und Lärmschutzwände. Doch die Maßnahmen reichen nicht, sagt Kleffmann. Er weiß, wovon er spricht. Seit über 20 Jahren wohnt er direkt an der A10. Gerade mal 100 Meter und eine Lärmschutzwand trennen ihn von der Straße. In seinem Büro kann der selbstständige Unternehmer mit offenen Fenstern nicht arbeiten. So, wir haben jetzt 79,2, erlaubt wären 67 Dezibel A. Das heißt, wir haben im Moment 12 Dezibel A über dem Grenzwert. Der gesetzliche Grenzwert legt fest, wie hoch Lärmbelastung sein darf. In einem Wohngebiet zum Beispiel tagsüber höchstens 59 Dezibel. Laut Bundesumweltamt besteht schon bei dauerhafter Einwirkung von 65 Dezibel, der Lautstärke eines Rasenmähers, ein erhöhtes Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Doch wie können Menschen wie Peter Kleffmann vor Autobahnlärm besser geschützt werden? An der Weiterentwicklung von Lärmschutzwänden arbeitet Dr. Wolfram Bartholomäus in der Bundesanstalt für Straßenwesen. Schall dehnt sich linear aus. Die Wand blockiert den Lärm, doch oben an der Kante wird der Schall abgelenkt. Es kommt zum sogenannten Beugungseffekt, ein Nachteil von Lärmschutzwänden. Ein Teil wird abgelenkt über die Wand hinweg und vor allem das Tieffrequente gelangt dann zu den Anwohnern. Im Labor will Dr. Bartholomäus heute eine neue Erfindung im Kampf gegen Autobahnlärm testen. Dazu wird die Situation maßstabsgetreu nachgebaut, wie sie an vielen Orten herrscht. Dieser Metallzylinder macht den Lärm. Wir haben hier eine Schallquelle, die ist an der Position, wo normalerweise der Straßenverkehr ist. Dann kommt die Wand mit dem entsprechenden Aufbau, der dann draufgesetzt wird. Der ganze Schall kommt dann beim Mikrofon an und hier vorne auf den Handschallpegelmesser, wo wir das Ergebnis dann ablesen können. Über den Computer aktiviert Dr. Bartholomäus die Schallquelle. Der Zylinder wirft den simulierten Autolärm auf eine Wand. Dahinter steht ein Mikrofon und misst, wie viel Lärm über die Kante noch ankommt. Wir haben jetzt einen Pegel von 76,5 dB. Wir bauen jetzt um. Jetzt kommt das neue Forschungsobjekt zum Einsatz. Ein Aufsatz aus parallel laufenden Metallstangen. Diese Konstruktion soll verhindern, dass Schall über die Mauer springt. Ob das funktioniert, soll der Test beweisen. Der Messwert beträgt jetzt ungefähr 67 dB, das heißt im Vergleich sind es eine Pegelminderung von 5 dB. Von 72 auf 67 dB. Klingt nach wenig, bedeutet aber viel. Bereits 3 dB weniger werden als Halbierung der Lautstärke empfunden.
Ja, es wirkt besonders deshalb gut, weil der Lärm oder der Schall, der von draußen hereinkommt, mehrfach reflektiert wird, innen drin immer wieder hin und her und dadurch seine Energie verliert. Weil der Schall von den Metallstangen reflektiert wird, kommt weniger Lärm bei den Anwohnern hinter der Lärmschutzwand an. Nach dem erfolgreichen Versuch wollen Dr. Bartholomäus und seine Kollegen nun einen Prototypen bauen und ihn an deutschen Autobahnen testen. So könnten Lärmschutzwände ihre Aufgabe in Zukunft deutlich besser erfüllen, nicht nur im Labor. Zurück in Birkenwerder. Peter Kleffmann ist auf dem Weg zu einem Treffen mit anderen Anwohnern. Seit 12 Jahren kämpfen sie als Bürgerinitiative für mehr Lärmschutz. Ralf Heimann wohnte schon hier, bevor es die Autobahn überhaupt gab. Wenn Sie mal damals, als die Autobahn gebaut wurden, das war noch zu DDR-Zeiten, da konnten sie abends um 9 Uhr unten noch Kegeln spielen. Ich meine, die Zeit ist lange vorbei, das sehen wir ja auch ein. Und wir kämpfen ja auch nicht gegen den Ausbau der Autobahn, sondern gegen den unzureichenden Lärmschutz. Das ist unser Problem. Die Anwohner haben Angst, dass der geplante Ausbau der A10 noch mehr Lärm bringt. Ihr Vorschlag? Eine Überbauung der Autobahn. Gehör fanden sie damit bisher nicht. Deshalb kämpfen sie jetzt vor Gericht für besseren Lärmschutz. Ihre Heimat Birkenwerder, sagen sie, ist viel zu schön, um sie nur noch durch Lärmschutzfenster zu sehen. Von Brandenburg geht es ins rund 500 Autobahnkilometer entfernte Unterfranken. Hier liegt an der A3 der Rasthof Geiselwind. 50 Hektar groß mit allem, was Männer und ihre Maschinen brauchen. Rund 500.000 Trucker und Reisende steuern pro Jahr den Autohof der Familie Strohhofer an. Ruth Strohhofers Vater Toni gründete ihn hier an der Autobahn. Heute ist er nicht nur der größte, sondern wahrscheinlich auch der ungewöhnlichste Rasthof Deutschlands. Die neueste Idee der Strohhofers, ein Kletterwald samt Indianerdorf. Verrückte Ideen hatten wir von Anfang an. Der Vater hatte damit begonnen, der hieß ja der bunte Vogel, der Toni. Und ich glaube, das ist ein bisschen im Blut drinnen, dass man immer auch was Verrücktes bietet. Nur wenige hundert Meter von der Autobahn entfernt liegt das Indianerdorf. Wer auf seiner Fahrt eine Pause braucht, findet sicher kaum eine ausgefallenere Möglichkeit. Zum Autohof gehört auch eine Werkstatt. Hier herrscht wieder einmal Hochbetrieb. Ein Truck rollt gerade langsam von der Autobahn heran. Das Gespann ist noch fahrtüchtig, doch kurz vor dem Rasthof hat der Fahrer dramatische Momente erlebt. Bei Tempo 80 schlugen Flammen aus einem Rad. Es hat ganz einfach das Rad angefangen zu brennen. Mich hat unterwegs einer angehalten. Bin mir rechts rangewunken, sind wir ausgeschieden, da hat das Rad innen drin, die Trommel hat gebrannt. Jetzt geht es zur Ursachenforschung. Kfz-Meister Gary Glessmann hat schon eine Vermutung. Also ist auf jeden Fall die Bremse heiß geworden. Warum? Ob jetzt der Sattel gehangen war oder der Bremszylinder einen Defekt aufweist, das müssen wir jetzt erst untersuchen. Da müssen wir das Rad erst runter machen und mal genauestens anschauen. Zwangspause für den Trucker. Ralf Wühler hat noch 180 Kilometer vor sich und hofft, dass der LKW schnell repariert ist. Pro Jahr werden in der Werkstatt im Schnitt 3.500 Fahrzeuge aller Marken abgefertigt. Heute ist Freitag. Das Wochenende steht bevor und in der Werkstatt herrscht Zeitdruck. Einen Kupplungsschaden haben wir noch reinbekommen gerade und bei dem Kollegen hier ist die Lichtmaschine defekt. Also wir haben voll zu tun. Die meisten haben Termin gut drauf und müssen weiter. Und jetzt gerade am Wochenende, viele wollen halt nicht am Wochenende draußen stehen, wollen daheim sein. Und ja, müssen wir schon Gas geben. Ne? Als Strohhofers ihren Autohof gründen, geht hier alles noch ruhiger zu. Mit diesem Gebäude und einer kleinen Tankstelle fängt 1981 alles an. Aus dem Landwirt Toni Strohhofer wird ein Rasthofbetreiber, als der Ausbau der A3 mitten durch seine Felder führt und die ganze Familie packt mit an. Meine Mutter war in der Tankstelle gesessen, hat mit einem CB-Funk die Fahrer von der Autobahn geholt und gesagt, hey, der Toni hat hier was Neues eröffnet, müsst ihr mal vorbeischauen. Seit der Eröffnung gab es keinen Ruhetag. 365 Tage im Jahr und 24 Stunden täglich ist auch das Restaurant geöffnet. Gerade Berufskraftfahrer, die fahren ja eigentlich rund um die Uhr und müssen in Pausenzeiten nach einem Disponenten machen. Das heißt, 3 Uhr, 4 Uhr gibt es die ersten Frühstücke schon wieder.
oder die Reisenden, ne? Die fahren durch, aber stehen dafür mal 5 Stunden im Stau. Die wissen, die können nachts trotzdem reinkommen. In der Küche wird im Schichtbetrieb gearbeitet. Marco Hoffmann ist heute Chefkoch der Tagesschicht. Rund 30.000 Schnitzel gehen pro Jahr über die Theke. Die meisten als Fernfahrerteller. Die Fernfahrer oder Truckers, die wollen immer recht eigentlich gut deftig essen. Und da brauchen wir schon ordentlich eine Portion. Und die besteht aus 3 Stück Fleisch, Gemüse und Kartoffeln. Es gibt zwar neuerdings auch vegetarische Gerichte, doch die werden eher selten bestellt. In der Werkstatt hat Martin Schmidt inzwischen die Ursache für das brennende Rad gefunden. Der sogenannte Federspeicher. Ein Teil der Bremsanlage ist kaputt. Den haben wir jetzt auch schon geordert, den kriegen wir bei Nachtexpress auf morgen früh. Und dann können wir morgen früh um 8 Uhr das Fahrzeug wieder fahrbereit machen. Das bedeutet für Ralf Wühler, heute geht es nicht mehr nach Hause. Stattdessen muss er jetzt im LKW übernachten. Das ist auch das Los des Fernfahrers. Ja, da kann man nichts machen. Ja, jetzt durch Absatteln, stelle mich auf den Parkplatz und übernachte hier. Und wie ist das für Sie? Okay oder? Es kommt selten vor, deswegen mache ich es nicht ganz auf. Meine Frau riecht es mehr auf. Es wird Abend und der LKW-Parkplatz immer voller. Ralf Wühler findet noch einen freien Stellplatz. Der Trucker ist mittlerweile 15 Stunden auf den Beinen. Jetzt freut er sich auf seine Koje und hofft, dass es morgen weitergeht. Der nächste Morgen. Die Männer in der Werkstatt sind schon längst wieder an der Arbeit. So, Reparatur ist abgeschlossen. Haben den Federspeicher von der 3. Achse gewechselt. Probefahrt passt. Bremswerte, alle top in Ordnung. Ja, kannst du nach Hause fahren. Krieg ich noch ein Autogramm von dir? Nach der unfreiwilligen Übernachtung kann Ralf Wühler jetzt wieder weiter. 180 Kilometer hat er noch bis zu Hause. In wenigen Tagen wird er wieder Richtung Süden fahren und an Deutschlands größtem Autohof vorbeikommen. Dann hoffentlich ohne Panne. Rund 3 Stunden dauert es mit dem Auto von Geiselwind nach Köln. Ganz im Süden der Stadt nahm das deutsche Autobahnnetz seinen Anfang. Für Frank Buchholdt und seine Vereinskollegen ist dieser Asphalt fast schon so etwas wie der Heilige Gral. Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Autobahngeschichte besichtigen heute das Überbleibsel einer Kraftwagenstraße zwischen Köln und Bonn. Sie gilt für viele als Deutschlands erste echte Autobahn. In der rund 110-jährigen Geschichte der deutschen Autobahn ist das hier ein ganz entscheidender Kilometerstein gewesen, der zum ersten Mal auf einer längeren Strecke es ermöglicht hat, Fernverkehr, in diesem Falle von Köln nach Bonn, laufen zu lassen. Am 6. August 1932 wird die 20 Kilometer lange Straße eröffnet. So werden die Straßen der Zukunft aussehen, prophezeit Kölns Oberbürgermeister Konrad Adenauer. Die neuen Verbindungen sind nötig, denn zu dieser Zeit drängelt sich der Verkehr durch enge Ortschaften. Mit dem Aufkommen des Automobils mussten sich die Kraftfahrer die Straße mit allen möglichen anderen Verkehrsteilnehmern teilen. Das waren also nicht nur entgegenkommende Fahrzeuge, das waren jede Menge Pferdefuhrwerke, das waren spielende Kinder, da waren Hühner und Schweine auf der Straße und rannten darum. Nach Eröffnung der Kraftwagenstraße zwischen Köln und Bonn treiben die Nationalsozialisten den Bau eines deutschlandweiten Autobahnnetzes voran. Schon 1936 wird in einer internationalen Wochenschau die besondere Rolle deutscher Autobahnen hervorgehoben. Die neuen National Auto Highways connect all points of economic, cultural and scenic importance in Germany. Since there are never any crossroads, they are the safest highways in the world. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg hatte der Autobahnbau Priorität, wie diese Filmaufnahmen aus den 50er Jahren zeigen. Der Ausbau der Straßen und Autobahnen wurde energisch vorangetrieben. Deutschland besitzt heute eines der besten Straßennetze Europas. Autobahnen haben im 20. Jahrhundert eine wichtige Rolle in der Entwicklung Deutschlands gespielt. Dass die Nationalsozialisten die Autobahn erfunden haben, ist jedoch ein Märchen, mit dem die Arbeitsgemeinschaft Autobahngeschichte aufräumen will. Weil viele Journalisten sich an uns wenden und wir ihnen vermitteln, dass nicht Adolf Hitler die Autobahn gebaut hat, dass es ein Projekt aus den 20ern ist und dass es einfach nur zu den Nazi-Zeiten halt in Angriff genommen wurde.
Die Arbeitsgemeinschaft Autobahngeschichte hat über 100 Mitglieder in ganz Deutschland. Gemeinsam wollen sie eine Stiftung und ein Archiv gründen. Das Bewusstsein darüber, welche Bedeutung die Schnellstraßen in Deutschland haben, möchten sie so an zukünftige Generationen von Autobahnfans weitergeben. Die Vergangenheit der deutschen Autobahn begann im Westen. Ihre Zukunft aber liegt im Süden. Genauer auf der A9 bei München. Auf den ersten Blick eine Autobahn wie viele, doch wer genauer schaut, entdeckt hier ungewöhnliche Schilder. Dann können einem auch noch Autos begegnen, in denen Fahrer bei 120 km/h einfach das Lenkrad loslassen. Miklós Kiss entwickelt selbstfahrende Autos. Ich kann entspannen, ich kann von dieser Regeltätigkeit entlastet werden, die mich sonst stundenlang begleitet. Und in einem dichten Verkehr, wie wir ihn jetzt haben, ist das Thema Abenteuer-Autofahren eh nur begrenzt. Von außen sieht der Wagen noch ganz normal aus, doch er hat es in sich. Kameras, Laser, Radar und jede Menge Computertechnik. Ein Blick auf die Zukunft des Fahrens. Dann fahren wir wieder eine Runde auf die Autobahn und testen. Miklós Kiss hat das selbstfahrende Auto mitentwickelt. Doch was kann der Wagen? Eigentlich fast alles, was sonst der Fahrer macht. Gas geben, lenken, bremsen und überholen. Doch was passiert, wenn der Computer, der alles steuert, abstürzt? Soll ja schon mal vorkommen. Jetzt, wenn der Computer abstürzt, dann würde mein Beifahrer ins Lenkrad greifen, solange bis ich das wieder übernehmen kann. Also ich darf mich auch Ihnen zuwenden und ganz was anderes machen, dadurch, dass wir eben einen Beifahrer haben, der es tun könnte. Der einsatzbereite Beifahrer ist eine gesetzliche Sicherheitsvorschrift. Ganz alleine fahren kann das Auto noch nicht. In Baustellen und abseits der Autobahn übernimmt der Fahrer die Kontrolle. Teilautonomes Fahren heißt diese Entwicklungsstufe. Lassen die Verkehrsverhältnisse es zu, kann der Wagen übernehmen. Wenn ich jetzt die beiden Tasten drücke, was ich gleich tue, dann fahren wir quasi automatisch. Doch ganz ausgereift ist die Technik noch nicht. Als Kiss die Kontrolle abgibt, kommt der Wagen aus der Spur. Der Beifahrer greift sofort ins Lenkrad und korrigiert. Was war das denn jetzt? Ich weiß selber nicht, was es war. Müssen wir später aus dem System holen. Ob es eine schlechte Startlokalisierung war, weil ich gerade übergeben hatte. Oder sonst ein Einfluss, den ich jetzt nicht weiß. Müssen wir später feststellen. Aber das ist ein Grund, warum wir jetzt eben noch nicht in Serie sind. Weil das kann noch passieren. Und bis zu einem Serienstart darf das nicht mehr passieren. Miklós Kiss ist optimistisch, dass teilautonome Fahrzeuge in 10 Jahren auf dem Markt sind. Doch noch ist die Technik nicht so weit. Was passieren kann, zeigt ein Unfall in den USA. 2016 verunglückt ein 40-jähriger Mann mit seinem teilautonomen Auto. Das Fahrzeug der Marke Tesla übersieht einen LKW und rast hinein. Der Unfall löst eine Debatte darüber aus, wie gefährlich solche Autos sind. Beim Deutschen Verkehrssicherheitsrat in Bonn hat man die Diskussion verfolgt. Geschäftsführerin Ute Hammer weiß, der Fahrer des Tesla hätte den Verkehr beobachten und selber bremsen müssen. Das Tesla-Beispiel ist ein exzellentes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass ein Fahrer oder eine Fahrerin genau weiß, was ein Fahrzeug kann, in welchem Fahrmodus es sich befindet und was vom Fahrer oder der Fahrerin erwartet wird. Und wenn ich ein teilautomatisiertes Fahrzeug fahre, muss ich die ganze Zeit in der vollen Aufmerksamkeit sein. Ich bin dann derjenige oder diejenige, die steuert. Ein wirklich neues Thema ist das autonome Fahren jedoch nicht. An der Universität der Bundeswehr in München hat man sich damit bereits vor über 30 Jahren beschäftigt. Schon damals forschte man hier am selbstfahrenden Auto. Das erste Versuchsfahrzeug war ein Kleintransporter mit Computern vollgestopft und 5 Tonnen schwer. Ja, mit diesem Fahrzeug haben wir vor 30 Jahren begonnen. Das wurde komplett umgerüstet auf Kosten der Universität der Bundeswehr München. Und da wurden Rechner eingebaut, die Gasbremselenkung war ein Riesenaufwand. Und dann hatten wir mehrere Kameras. Und mit diesen Kameras haben wir dann die Straßenränder links und rechts verfolgt. Mit relativ bescheidener Rechenleistung. Das waren damals noch 16-Bit-Kleinprozessoren. Heute hat jeder Taschenrechner mehr Leistung. Hier wurde echte Pionierarbeit geleistet, was maschinelles Sehen und autonome Mobilität betrifft. Das Fahrzeug konnte mit Tempo 100 bereits autonom fahren und das mit digitaler Steinzeittechnik. Die Erfolgsgeschichte ging weiter. Mit einem umgebauten Pkw fuhren die Forscher 1994 rund 1000 Kilometer bis nach Frankreich.
Und im großen Unterschied zu den Forschungsarbeiten davor fahren wir jetzt hier im öffentlichen Straßenverkehr. Wir sind also hier zur Abschlusspräsentation in Paris auf der Ringautobahn gefahren und haben andere Fahrzeuge, Sie sehen hier zwei, drei andere Fahrzeuge, schon gesehen, deren Abstand geschätzt, die Geschwindigkeit geschätzt, haben Überholmanöver gemacht, sind also ganz normal im öffentlichen Straßenverkehr so gefahren, wie Google das seit ein paar Jahren macht. Das war hier Anfang der 90er Jahre. Als die Forscher der Universität der Bundeswehr die ersten autonomen Fahrzeuge bauen wollten, klang das noch nach Utopie. Also mein Vorgänger hatte damals durchaus damit zu kämpfen, als der hier anfing an der Universität und diese Idee hatte, haben die alle gesagt, du hast ja einen Vogel. Weil die Kameras waren natürlich noch sehr groß, man konnte keine digitalen Bilder hinten rausbekommen, sondern musste die erst digitalisieren. Und allein die Vorstellung, dass so etwas, was damals ja noch eine Stunde pro Videobild gedauert hat, dass man sowas in Echtzeit auf ein Auto bringt und damit ein Auto steuert, wo ich ja mindestens 10 Mal pro Sekunde eine Entscheidung des Autos brauche, damit es flüssig fährt, das konnte sich keiner vorstellen. Inzwischen sind die Münchner Wissenschaftler viele Schritte weiter. Ihr aktuelles Forschungsobjekt, dieses Fahrzeug mit Radar, Laser, Kameras und GPS. Die Besonderheit, es braucht sogar abseits der Straße keinen Fahrer mehr. Ja, insgesamt natürlich sehr, sehr große Verbesserungen im Bereich der Laserscanner, im Bereich der Kameras. Aber ich denke, das Entscheidendste ist natürlich das, was hinten im Kofferraum ist. Das ist der PC, der drin ist. Und der PC, der ist einfach deutlich leistungsfähiger. Wie das funktioniert, wollen wir sehen und begleiten Thorsten Engler zu einer Testfahrt in ein Waldgebiet. Für autonomes Fahren eine besonders schwierige Umgebung. Keine klaren Linien, schlechte GPS-Signale, Licht und Schatten. Thorsten Engler startet das System. Und jetzt können wir dann in den autonomen Modus gehen. Langsam setzt sich das Fahrzeug in Bewegung und sucht selbstständig seinen Weg. Und jetzt, wie Sie sehen, die Hände sind weg vom Lenkrad und wir folgen diesem Feldweg. Tatsächlich fährt das Auto alleine über den schmalen Weg. Alle Sensoren und Systeme arbeiten auf Hochtouren. Hindernisse auf dem Weg und sogar Fußgänger soll das Fahrzeug erkennen. Bei langsamer Geschwindigkeit wagen wir einen Selbsttest. Glück gehabt. Der Wagen stoppt. Die Technik funktioniert. So sieht die Zukunft des Fahrens aus. Auch die Autobahn der Zukunft wird jeden Tag realer. Aus der A9 wurde das digitale Testfeld. Diese Schilderbrücken spielen dabei eine Rolle. Ihre Technik macht aus Straßen Datenhighways. Professor Alois Knoll von der Technischen Universität München installiert hier ein Datennetz, über das Fahrzeuge Informationen senden und empfangen. Dafür braucht die Autobahn Augen und Ohren. Wissenschaftlich Sensoren. Wir wollen ja den Autofahrern bzw. später auch den automatisierten Autos so viel Informationen liefern wie überhaupt möglich. Dazu brauchen wir Standorte für Sensorik. Sensoren sind Kameras, Infrarotsensoren, Radare, möglicherweise Laser. Wie sich Professor Knoll die Zukunft der Autobahn vorstellt, zeigt diese Animation. Jedes Fahrzeug sendet Daten. So kann von jedem Verkehrsteilnehmer die Position bestimmt werden. Vom Computer werden die Daten in ein Bild visualisiert und an den Autofahrer zurückgesendet. Selbstfahrende Autos und menschliche Fahrer können dann ihr Umfeld sehen und so kilometerweit vorausschauen. Weniger Unfälle und Staus sind das Ziel. Wie genau die Autobahn von morgen aussieht, ist noch offen. Sicher aber ist schon heute, auch in Zukunft.